Ich habe jetzt hier 5 Runden gehäkelt. Das reicht mir. Habe den Faden jetzt schon höher gezogen und wechsle jetzt auf meine Stricknadel 3,5. Und jetzt hole ich die Strickmaschen daraus. Wie mache ich das? Ich gehe einfach hier in jede Einstichstelle, die da kommt, rein, setze meinen Maschenmarkierer erstmal eine höher in die erste Masche hier rein. Gleich kommt noch mein Reihen- und Rundenzähler dazu. So, dann einfach hier oben in die Maschenköpfe reinstechen und da die Strickmaschen rausholen. Ja, und das dann ringsrum. Bis gleich. Tadada. Es ist vollbracht. So, und jetzt wird nur noch rechts gestrickt. In Runden. Ja, ich gebe zu, es ist jetzt hier ein bisschen komisch. Aber man kriegt es trotzdem hin, wie ihr seht. Ja, okay, ich muss mir noch eine zweite Nadel dazu holen. Das funktioniert hier dann doch nicht, wie ich mir das vorgestellt hatte. Da muss noch eine zweite Nadel her. Die muss gleich noch hier, nee, am besten jetzt. So, dann ziehen wir das mal ein bisschen hier auf die zweite Nadel, so ungefähr die Mitte. Das muss jetzt nicht hundertprozentig stimmen, ungefähr die Mitte. Und dann das Ganze 30 cm hoch, 30 bis 35 cm, genau. Und dann sehen wir, also nur rechte Maschen stricken. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es dann zu den Abnahmen hingeht. Das dürfte so ungefähr reichen. Jetzt hole ich mir die weiße Nadel wieder und stricke damit weiter. Ich ziehe mir aber auch die andere Nadel schon mal ein bisschen raus, dass da nichts mehr, dass die Maschen nicht runterplumpsen können. Ja. Und dann sehen wir uns wieder, wie gesagt, wenn die 30 bis 35 cm geschafft sind. Ja, dann.
Bis dahin.